Das mache ich hier unten ganz allein. Minenmitarbeiteruniform, Medikit, Vermessungsgerät, bla bla bla. Ein paar schöne Sachen. Schauen wir doch mal. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Ah, es verändert sich langsam, aber sicher was. Nochmal ein paar Teile gefunden. Da gehen wir doch so durch. Noch plündern, was geht auf diesem Asteroiden. Ist ja sonst keiner mehr da. Droide reaktivieren, ein Ersatzteil. Waffen des Droidens optimieren, 4 Ersatzteile. Zielsysteme des Droiden optimieren, Droide auf Patrouillenmodus setzen, versetzen. Ah, machen wir doch, komm. Nicht genug Ersatzteile. Zielsysteme des Droiden. Ach, scheiße. Hauptsache, wir haben Erfahrungspunkte bekommen. Schock. Let's go. Oh nein. Bam, nimm das und nimm das. Sehr schön, weiter geht's. Ich will aber lieber den hier vorne angreifen. Ah, ich habe nicht mehr genug Macht, scheiße. Boah, was ein scheiß Gebimmel hier. Oh, das hat uns Schaden gemacht. Ja. Sehr schön. Oh, kann man das auch? Okay. Überreste von Droiden noch durchsuchen. Medipack. Medikit, New Credits, Reparaturkit, Chemikalien. Dies, das hast du nicht gesehen. Okay. Ich kann mich erinnern an diese Stelle. Ich glaube, das ist Gift oder irgend sowas. Wollen wir es probieren? Naja. Ah, es ist einfach heiß wahrscheinlich. Gut. Ah, schließen. Haben wir eigentlich begrenzt? Oh, kann ich hier aufheben? Geht das auch? Nee, geht nicht. Ich glaube, dafür hätte ich die Fähigkeit entschärfen, wenn es die gibt. Ich glaube, die gibt's. Hätte ich die lernen sollen. Hätte müsse sein. Von wo bin ich denn? Ah, von da bin ich gekommen. Ah, machen wir das so. Huhu, kann der weit werfen. Bam! Und das Geräusch ist, glaube ich, Musik gemeint. Ich glaube, wir sind ein Level Up. Kann das sein? Boah, du Bastard, Alter. Ah, dieser... Der heilt den. Der kleine Spaß da hinten. Ah, das ist ein Level Up. Schauen wir doch mal. Levelaufstieg. Stärke, Geschicklichkeit. Oh, ich habe eine scheiß Stechmücke im Zimmer. Fähigkeiten. Computerkenntnisse, Sprengstoffkenntnisse. Ja, hier genau. Damit könnte ich theoretisch die Minen entschärfen. Tarnung, Bewusstsein. Je weiser ein Charakter ist, desto größer ist seine Chance, getarnte Objekte. Naja, das finde ich überflüssig. Überreden finde ich immer gut. In Gesprächen kann man das gut gebrauchen. Aber ich werde ein bisschen auf Computerkenntnis gehen. Talente. Ab wann kann ich das? Level 4. Was ist das hier?
Ah ja, genau, das sind so Boni. Charakter mit diesem Talent haben einen plus 1 Bonus auf die Fähigkeit Reparieren, Sicherheit und Computerkenntnisse. Konditionierung. Charakter mit diesem Talent haben einen plus 1 auf Rettungswürfe. Das sind so Plaster, das brauche ich nicht, das will ich gar nicht. Dieses Talent verleiht einem Charakter rückwirkend einen zusätzlichen Treffpunkt pro Level. Oh, das nehme ich. Neue Fähigkeiten. Neue Mächte. Was ist das hier? Machtkörper. Diese Fähigkeit ermöglicht dem Charakter, Gesundheitspunkte in Machtfähigkeiten umzuwandeln. Nö. Ah. Verbleibende Kräfte. Beeinflusst deinen Gesprächspartner mit Hilfe der Macht. Hat ein Jedi diese Macht, eröffnen sich im Gespräch neue Möglichkeiten. Ausgefallene Befehle. Und, ne, hört sich aber cool an. Was haben wir hier? Ja. Ja. Machtschub. Lichtschwert werfen. Machtschrei. Ich glaube, ich werde das hier oben nehmen. War das das? Geist verändern. Ja, genau. Ich nehme das. Okay. Annehmen. Sehr schön. Stufe 3. Ach, komm. Ah, ne, die Granaten hebe ich mir lieber auf. Für größere Truppen. Oh, dieser blöde Schild von diesem Bastard. Ein gezielter Schlag. Ich nehme an, dass ich diese Schilder hier deaktivieren muss. Ah, komm, lass den mal da hinten. Der sieht mich doch sowieso noch nicht. Ein Plasmabrenner? Oh, das dauert ja genauso lange wie mit dem Ne, das geht schon schneller als mit dem Droiden T3. Okay. Doch, dauert doch ein bisschen lange. Aber wir haben Zeit, wir haben Zeit. So, nehmen. Zentralcomputer. Droidenbefehlsfunktion aufrufen. Okay. Minenprotokoll in weiteren Droiden hinzufügen. Alle Minenfunktionen auf organische abbrechen. Weiter. Ja. Hauptfunktion. Zugriff auf Treibstoffsicherheitsfelder. Abschalten. Perfekt. Perfekt. Erfahrungspunkte erhalten. Und eigentlich müssten die jetzt lieb sein, oder? Ja, es ist doch. Perfekt. Ha, cool. Also es gibt auf jeden Fall hier so. Also man kann, glaube ich, nicht springen hier. Glaube ich. Oder ich könnte auch mal ganz schnell nachschauen. Spiel. Tastenzuweisung. Vorwärts, rückwärts, Kamera, frei um. Spiel mal laufen gehen. Also nee, ich glaube, man kann hier echt nicht springen. Ja. Ja, nee, geht nicht. Also, ist ja auch nicht so schlimm. Ist halt, wie gesagt, ein etwas älteres Spiel schon. Und ja, es gibt auf jeden Fall in diesem Spiel mehrere Möglichkeiten, wie man so an sein Ziel kommen möchte. Ich hätte die jetzt natürlich auch alle erledigen können, aber ich habe ja dadurch, dass ich die deaktiviert habe, gerade 900 Erfahrung bekommen. Ich nehme an, das entspricht ungefähr der Erfahrung, wie wenn ich diese Droiden einfach erledigt hätte. Boah.
richtig plündern, die Dinger hier. Richtig plündern. Da geht's nicht raus. Gut. So, was ist das denn hier? Vielleicht der Eingang oder so. Wo muss ich denn lang? Ich glaube, da hinten war ich jetzt noch nicht gewesen, oder? Ja. Ja, hier hinten. Kannst du mal ein bisschen auf die Seite gehen? Kriegst du das hin? Nee. Ja, gut. Schauen wir mal, was es hier drin gibt. Oh, ist das wieder so eine Tür, wo nicht aufgeht? Habe ich nichts, womit ich die aufspringen kann? Nee, Granaten habe ich auch keine mehr. Mach auf, komm. Ach, ist mir zu blöd, Mann, ohne Scheiß. Scheint nicht aufzugehen. Reparieren. Durchsuche den Minendroiden nach Ersatzteilen. Hey, ich habe hier seltsame Anzeigen. Was machst du da unten? Vertrau mir, egal, was ich entdeckt habe. Es war vermutlich mein Fehler. Die Sicherungsfelder in den Schächten brechen zusammen. Du musst da raus, bevor der Treibstoff durch die Schächte an die Oberfläche des Asteroiden fließt. Könnt ihr es überbrücken? Ich kann sie stabilisieren, bis du mit dem Turbolift das Treibstoffdepot erreicht hast. Aber nicht viel länger. Ich schalte den Turbolift zur Verwaltungsebene ab, damit sich die Explosion nicht weiter ausbreitet. Wenn du da unten noch was erledigen willst, solltest du dich beeilen. Gleich wird's dann nämlich verdammt heiß. Okay. Ich glaube, diesmal sollten wir auf unserem lieben Freund Aton, heißt er, glaube ich, oder Aton, hören. Klar, noch alle Druiden hier plündern. Ich meine, diese Ersatzteile kann man sicher gebrauchen, sonst spätestens verkaufen später. Gesperrt. Na toll. Was hast du so? Oh Gott. Ich überlege, wenn ich die nicht alle umprogrammiert hätte, hätten wir die auch alle killen müssen. Und ich denke, ich gehe mal davon aus, wir hätten da schon mehr Erfahrungspunkte gekriegt. Weil ich glaube, ich kriege ja pro Druiden hier 100 Erfahrungspunkte. War jetzt vielleicht nicht gerade die schlauste Entscheidung. Glaube ich, weiß ich nicht. Ah, Treibstoffdepot. Hier war doch der Droide gewesen. Okay. Begrüßung. Ich bin hocherfreut, Sie lebend wiederzusehen, Meister. Falls mich meine Rezeptoren nicht täuschen, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ein Droide. Was ist das dort für eine Leiche? Antwort. Mehr ist vom Wartungsoffizier nicht übrig, Meister. Am Ende konnte er sich wegen der Schmerzen nicht mehr artikulieren und es erwies sich als sinnlos, mit ihm zu kommunizieren. Ich hörte seine Todesschreie, als ihn die Druiden, die er warten wollte, abgebaut haben, wie einen Asteroiden. Ich möchte dir noch ein paar Fragen stellen. Natürlich, Meister. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Woher kennst du mich? Ich bin nicht dein Meister. Antwort. Ich bin ein Überlebender der Harbinger, Meister. Genau wie Sie. Aufgrund der unerwarteten Terminierung meines früheren Meisters sind Sie der einzige Organiker, dem ich dienen kann. Erzähl mir alles, was geschehen ist, seit ich auf der Harbinger war. Gereizte Antwort. Oh Meister, das ist eine lange, langweilige Geschichte. Und sie hat mit unserer aktuellen Situation überhaupt nichts zu tun.
Für einen Druiden bist du ziemlich widerspenstig. Sag mir, was passiert ist. Eilige Erklärung. Darüber wurde seit unserer Ankunft hier schon ausgiebig diskutiert, Meister. Man wollte Sie und diese Einheit verkaufen. Man hat mich rüde über unsere gemeinsame Zeit an Bord der Harbinger befragt, bevor das Schiff durch den Ausfall der Waffen, Kommunikations- und Antriebssysteme lahmgelegt wurde. Warum erinnere ich mich nicht daran? Spekulation. Vielleicht wurden sie außer Gefecht gesetzt und im geschützten Frachtraum eingesperrt, während die Harbinger systematisch zerstört wurde. Okay. Ich habe genug gehört, ich gehe jetzt. Sonst geht ja das Gespräch noch in die Endlosigkeit. Okay. Gibt's bei dir was zu holen? Jo. Was haben wir hier noch? Schalldrucksensor. Mit der Hilfe des Protokolldruiden habe ich die Arbeiten an den Schalldrucksensoren abgeschlossen. Ich habe sie in die Minendruiden installiert. Das Original schließe ich hier ein, damit die anderen Minenarbeiter nicht auch Stimmen aufnehmen und abspielen können, um die Spracherkennungsprotokolle der Druiden zu überdrücken. Okay. Gibt es nichts zu holen? Ah, Komponenten. Wir haben Werkbank. Was kann man denn da? Informiere mich über die Benutzung von Werkbänken. Auf einer Werkbank kannst du bestimmte Gegenstände erstellen, zerlegen und ausrüsten. Wie werden Gegenstände erstellt? In einer Werkbank kannst du mit... Chemikalien. Das ist ja das, was ich gefunden hatte. Kannst du mit Chemikalien Gegenstände erstellen. Wenn du andere Objekte zerlegst, gewinnst du Chemikalien. Diese kannst du natürlich auch finden oder kaufen. Bei der Erstellung von Objekten spielen alle Fähigkeiten außer Überreden eine wichtige Rolle. Okay. Ob die Werkbank zum Objekt erstellen oder zerlegen benutzen. Objekt erstellen. Deine Fähigkeiten reichen nicht aus, um diese Objekte herzustellen. Ah, das ist das, was ich da herstellen kann. Lichtschwertteile? Interessant. Zeig mal her. Leuchtkristalllinsel, Computerkenntnis Stufe 4. Können wir auch überhaupt irgendwas? Heißt das das, was wir sind? Oder? Ah ja, genau. Wir sind Stufe 4 und es benötigt Stufe 7. Sprengstoff reparieren. Also wir können echt noch nicht viel machen. Langschwert. Schaden 1 bis 12. Rüstung. Mhm. Fernwaffen. Nahkampf. Okay, interessant. Dann weiß ich jetzt ungefähr wenigstens, wie das funktioniert. Objekte erstellen. Schließen. Aber wie kann ich Objekte erlegen? Andere Rüstung? Ja, egal. Lassen wir das erstmal. Wir sind wahrscheinlich eh noch nicht vom Rang her hoch genug, um da irgendwas zu machen. Oh. Okay. Bam. Keine Chance. Ah, er ist ein kleiner Bastard da oben. Das war's. Okay, das war's anscheinend noch nicht. Ha, wir machen das ganz einfach. Und los. Jo, oh shit. Kriege ich die auf hier? Wahrscheinlich wieder mal nicht, oder? Nee. Ja, komm, lass mal das. Oh, die habe ich ja voll zerfickt. Wieso kriege ich denn diese Türen alle nicht auf? Ich meine, wofür kann ich denn diese Türe angreifen? Vielleicht hätte ich irgendwie bei Sicherheit oder so Zeug, keine Ahnung, ein bisschen besser machen sollen. Überreste.
Ja, komm, werf mir eine Granate. Ist das meine letzte? Ja, nee, dann. Ah, doch, komm, ich werfe die jetzt. Bam! Geht's, ne? Da kommen wir wieder mal nicht durch, oder? Ja. Dieses Energiefeld trennt das Treibstoffdepot. Ah, da hinten ist der da hinten war doch der Droide, wo zerstört worden ist. Der T3-Droide von uns. Gut, da kommen wir nicht rein, da kommen wir auch nicht rein. Was ich mega schade finde, ich meine, was ist hinter der Tür? Weil ich sehe auf der Minimap, dass da wirklich irgendwas ist. Aber ich krieg's ja nicht auf.